Vielleicht zu dem Thema mit den KPIs. Ja, also wir messen bei Kirchhoff tatsächlich die Trainingsstunden. Das sagt natürlich erstmal nicht sehr viel aus. Ja, sagt nichts über den Nutzen aus. Nur weil ich viele Trainingsstunden habe, heißt das noch lange nicht, dass es irgendwas gebracht hat. Ja, also das ist wirklich dann Output versus Outcome. Das heißt, da haben wir auch noch Bedarf, entsprechend uns zu entwickeln und da noch was Besseres Okay. aufzustellen, und zum KPI-Bereich ganz klar, das werden wir auch noch machen. Wir haben aktuell die Situation, dass in manchen Ländern, nicht überall, in manchen Ländern werden auch KPIs wie beispielsweise interne versus externe Schulungen zum Beispiel gemessen. Ja, aber da haben wir tatsächlich noch ein Stück weit auch noch einen Nachholbedarf. Okay. Ja, und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, also das Einzige, wo wir echt merken, wo wir auch das Commitment von den Fachbereichen bekommen in der Argumentation, ist so dieses Thema neue Mitarbeiter möglichst schnell auf Speed bringen, ja, also dass sie relativ schnell einfach wirklich ihr Ding machen können, also dieses Thema Onboarding, ja, da findet man immer schnell Gehör, ohne dass man das jetzt beziffern kann. Und ich glaube, also meine Vorstellung jetzt auch für die Zukunft, weil wie wir Maler gesagt haben, wir sind ja auch noch in der Mitte des Projektes, wir müssen da auch nochmal reingucken im Sinne von, ne, Measurement, Messbarkeit. Meine Vorstellung ist schon, ob wir auch nochmal qualitativ im Onboarding-Prozess so ein bisschen Feedback von den Mitarbeitern bekommen, wie die sich jetzt, ob denen das geholfen hat, ne? Ob das im Sinne von den Hilfen, die wir da bereitstellen, ob das denen geholfen hat, da irgendwie auch besser oder schneller im Onboarding-Prozess zu werden. Ne? Solche Dinge muss man natürlich auch nochmal untersuchen.